Betört von all diesen sinnlichen Eindrücken lohnt es sich, auch tiefer in die ruhigere Seite Istanbuls einzutauchen und noch einmal zurückzukehren in das Herz des Beyoğlu-Viertels. Bis in die 1950er Jahre galt dies als das Nobelviertel Istanbuls, ein bisschen Paris, ein bisschen Soho, das Zuhause wohlhabender Adliger und Diplomaten. Nach Ausschreitungen gegen die christliche Bevölkerung aber verarmte und verkam das Viertel. Erst in den vergangenen Jahren wurden wieder viele Häuser restauriert und bieten jetzt Lebensraum für alte und neue Bewohner des Viertels. Reisende können hier, fernab vom Getöse der 17-Millionen-Stadt, einmal kurz innehalten. Die Bewohner lassen sie gerne an ihrem Alltag teilhaben. Als sich dann der Tag dem Ende zuneigt, steht für die Kreuzfahrtpassagiere noch ein ganz besonderer Termin an. Kapitän Sokos hat zum Cocktailempfang geladen, mit anschließendem Dinner. Einmal auf jeder Reise nimmt er sich gern die Zeit, seine Passagiere ein bisschen näher kennenzulernen. In der Küche bereitet man währenddessen das anschließende Dinner vor. An solch einem Abend gibt es auch ein besonderes Menü. Das Filetbœuf Stroganoff hat Chefkoch Sintil Kumar aus Madras persönlich ausgewählt. Seit 12 Jahren ist er Schiffskoch und kennt die kulinarischen Vorlieben der Gäste. Vor allem weiß er, dass die Kreuzfahrer gerne lokale Spezialitäten essen. Und weil man am nächsten Tag in der Ukraine anlegt, passt sein russisches Gericht bestens in den Speiseplan. Im Restaurant ist man darauf bedacht, die Gäste zwar schnell, vor allem aber stilgerecht zu bedienen. Die meisten Kreuzfahrtpassagiere genießen diesen perfekten Service, genauso wie die Nähe zum Kapitän. Acht handverlesene Passagiere dürfen heute am Kapitänstisch sitzen. Meist sind dies Stammgäste, Prominente oder Bewohner der teuren Suiten. Sie haben dann das Privileg, Geschichten über das Schiff und dessen Reisen aus erster Hand zu erfahren. Während der Nacht hat das Schiff den Bosporus durchfahren und das Schwarze Meer erreicht. Nächster Halt ist Odessa, die wichtigste Hafenstadt der Ukraine. Der erste Eindruck ist nicht gerade einladend. Containerschiffe und leichter Benzingeruch, der über dem blauen Wasser wabert. Vor allem aber Lastkräne, die den Blick verstellen und erst einmal ratlos machen. Das soll Odessa sein, die Perle des Schwarzen Meeres, wie die Stadt auch genannt wird. Einzig die Prachtbauten lassen erahnen, dass sich hinter der industriellen Fassade etwas verbirgt, was sich anzuschauen lohnt. Eine erste Überraschung gibt's schon beim Verlassen des Schiffs. Die Kreuzfahrtpassagiere werden von einem Marineorchester empfangen. Eine Geste landestypischer Gastlichkeit, die die Passagiere einstimmt auf diesen Landausflug. Schon der Eintritt nach Odessa hat etwas Majestätisches, zumindest Filmreifes. Auf der Potjomkinschen Treppe drehte Sergei Eisenstein Szenen zu seinem berühmten Stummfilm Panzerkreuzer Potjomkin. Überhaupt hält Odessa viele filmreife Motive bereit. Die weltbekannte Oper zum Beispiel, die Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurde und eines der Wahrzeichen der Stadt ist. Mit ihren 215 Jahren ist Odessa eine noch junge Stadt. Sie wurde im 18. Jahrhundert von Katharina der Großen gegründet und von den besten Architekten Europas geplant. Zu Sowjetzeiten vernachlässigt, ist man heute bemüht, den Glanz alter Prunkbauten wieder aufleben zu lassen, die die Grünanlagen und Parks säumen. Vieles ist schon restauriert worden, doch noch ist der Umbruch überall zu spüren. Gerüste und Bauarbeiten gehören zum Alltag der Stadt, selbst in den Kirchen. Die Preobrashensky-Kathedrale mit Platz für 12.000 Menschen stammt aus der Gründungszeit Odessas und war lange die bedeutendste Kirche der Stadt.
Doch auch sie wurde von der Sowjetherrschaft nicht verschont und 1936 gesprengt. Dank großzügiger Spenden konnte das orthodoxe Gotteshaus wieder neu aufgebaut werden. Und so dürfen sich die Gläubigen seit einigen Jahren hier wieder zum Gebet treffen. Dass sich auch westliche Investoren für die aufstrebende Metropole interessieren, scheint nur noch eine Frage der Zeit. Dann werden die Bronzestatuen von Lenin vermutlich westlichen Statussymbolen weichen müssen. Pläne, dass hier bald Gucci, Chanel und Co. einziehen, soll es bereits geben. In Odessa liegen Gegensätze nah beieinander. Auf der einen Seite die aufstrebende Metropole, auf der anderen zahlreiche Menschen, die mit dem Tempo nicht Schritt halten können. Viele von ihnen versuchen durch kleine Jobs irgendwie ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Mitten im Zentrum befindet sich auch der größte Souvenirmarkt der Stadt. Handarbeiten lassen sich gut verkaufen, erzählen die alten Frauen. An manchen Tagen gehen sie mit 50 Euro nach Hause. Viel Geld für ein Leben in Odessa. Nach einem solchen Tag voll bewegender und neu gewonnener Eindrücke ist das Schiff wie ein willkommener Rückzugsort. Ein letzter Blick auf das Hafenrund von Odessa, dann hat einen das Rauschen des Meeres wieder, die schier endlose Weite des Wassers, die leichte Brise. Und da kann es dann schon ein bisschen eng werden auf dem Seitendeck. Man ist eben auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff unterwegs. Und auf so einem Schiff darf man schon auch mal der Einladung des Kapitäns auf die Brücke folgen. Kapitän Sokos arbeitet seit 25 Jahren auf Kreuzfahrtschiffen. Noch immer macht es ihm Spaß, auf Menschen zuzugehen, sie zu unterhalten und ihnen vor allem Einblick in Navigation und Schiffstechnik zu gewähren. Eigenschaften, die seine menschliche Seite zeigen. Ich arbeite lieber auf kleinen Schiffen wie hier, denn ich schätze den persönlichen Kontakt zu den Gästen. Viele kenne ich mit Namen. Manchmal entstehen sogar Freundschaften. Das macht für mich das Arbeiten an Bord so lebenswert. Kurze Zeit später muss sich Timios Sokos wieder auf seine eigentlichen Aufgaben als Kapitän konzentrieren. Das Schiff soll in den Hafen von Jalta manövriert werden. Zur Sicherheit kommt auch dieses Mal ein ortskundiger Lotse an Bord. Obwohl Kapitän Sokos Jalta von zahlreichen Aufenthalten kennt, amüsiert ihn der Blick Richtung Land jedes Mal von Neuem. Denn schon um 6 Uhr morgens drängeln sich dort täglich Hunderte von Badegästen am Strand. Und das hat einen einfachen Grund. Nur wer früh kommt, ergattert im Sommer auf dem schmalen Kiesstreifen auch ein Plätzchen. Fast 4 Millionen Touristen aus osteuropäischen Ländern machen jährlich hier Urlaub. Jalta ist einer der beliebtesten und ältesten Badeorte der Ukraine. Es ist das milde Klima südlich des Krimgebirges, das seit langem Schwärme von Touristen anzieht. Unter ihnen waren immer auch berühmte Persönlichkeiten wie Tschechow, Tolstoi oder Tschaikowski. Sie haben zeitweise sogar hier gelebt. Schon damals, Mitte des 19. Jahrhunderts, galt Jaltas Strandpromenade mit ihren heute prachtvoll restaurierten Bauwerken als eines der elegantesten aller östlichen Seebäder. Hoch über der Stadt thronen die Paläste und Villen ehemaliger Herrscher. Eines der schönsten Bauwerke ist Schloss Woronzow, des ehemals gleichnamigen Fürsten. Architekt der romantischen Schlossanlage war der Engländer Edward Blore, der auch einer der Architekten des Buckingham-Palastes war. Im großen Speisesaal sollen vor mehr als 150 Jahren rauschende Feste stattgefunden haben. In dieser Porzellanbadewanne wurden die Getränke für die Festgemeinde gekühlt. Das Boudoir, das Ankleidezimmer der Dame des Hauses, ist einer der wertvollsten Räume. Hunderte von Gipsblumen wurden ihren Wünschen gemäß in Handarbeit gefertigt und zieren die Wände. Das zauberhafte Woronzow-Schloss ist nur einer von mehr als 40 Palästen in Jalta. Zum geschichtsträchtigsten von allen fährt man ein paar Minuten mit dem Bus.
Der Livadia-Palast war Sommersitz des letzten russischen Zaren, Nikolaus II. Besucher dürfen sich heute ein Bild davon machen, wie die Zarenfamilie Ende des 19. Jahrhunderts hier lebte. Viele der Möbel stammen noch aus dieser Zeit. Weltberühmt wurde das Schloss 1945 durch die Jalta-Konferenz, als Churchill, Roosevelt und Stalin hier kurz vor Kriegsende die Neuaufteilung Europas beschlossen. Auch heute wird das Schloss noch für Staatsempfänge genutzt. Trotz Touristengedrängel, das Postkartenmotiv Nummer 1 auf Jalta darf man sich nicht entgehen lassen. Schwalbennest nennt sich das kleine Schloss, das 40 Meter auf einer Klippe über dem Meer thront. So nehmen die Kreuzfahrer einen hauchneu Schwanstein als letzte schöne Erinnerung von der Krim zurück mit aufs Schiff, wo sie sich wieder der Muße und jenem angenehm maritimen Gefühl hingeben dürfen, das Seeluft und das offene Meer verbreiten. Von Jalta aus tritt die Berlin die Rückreise Richtung Venedig an. Hat man das Schwarze Meer verlassen, erreicht man noch einmal Istanbul. Vom Bosporus aus, der die Stadt in zwei Hälften teilt, richtet sich der Blick auf die Ufer, die von prächtigen Holzbauten gesäumt werden. Hier errichteten sich die Reichen der Stadt im 17. Jahrhundert ihre Sommervillen. Vom Schiff aus zeigt sich die türkische Millionenmetropole für viele Besucher von ihrer schönsten Seite. Vor allem lässt sie sich so in ihrer Ganzheit am besten begreifen. Verbunden sind der asiatische und der europäische Teil durch zwei gewaltige Hängebrücken. Seit der Eröffnung der ersten Bosporusbrücke im Jahr 1973 sind die beiden Kontinente hier verkehrstechnisch vereint. Ein letzter Blick auf Istanbul und die vielleicht schönste Meerenge der Welt. Dann steht für die Passagiere der Berlin wieder ein Tag auf See an. Für viele der beliebteste Aufenthaltsort die bordeigene Bibliothek. Ein wenig im Stil vergangener Tage gehalten, ist sie mit mehr als 3000 Büchern für jeden lesefreudigen Gast eine wahre Fundgrube. Für andere der perfekte Ort, den leisen Spielfreuden an Bord nachzugehen. Inzwischen hat das Schiff das Ägäische Meer und die Insel Mykonos erreicht. Schon von Weitem funkeln die schneeweißen Häuser auf kahlen Bergrücken und im Hafen in der Sonne, grüßen die für Mykonos typischen Windmühlen. Ein Inselwahrzeichen, ebenso wie die Häuserreihe am Wasser, die sich Klein Venedig nennt. Die Hauptstadt mit ihren fein herausgeputzten, schneeweiß getünchten Häusern ist reich an südlichem Flair und verbreitet genau den klischeehaften Charme, den man im Kopf hat, wenn man an Griechenland Urlaub denkt. Trotz der weltweiten Bekanntheit von Mykonos und ihrer zahllosen Besucher lassen sich auf der Insel noch genügend malerische Flecken entdecken und gemütliche Bars oder Restaurants finden, in denen man ganz entspannt einen Tag an Land verbringen kann. Die romantischen Momente aber lassen sich am besten auf See genießen. Vor allem dann, wenn sich die Faszination des Meeres und die melodischen Klänge der Geigerin an Bord zur perfekten Symbiose vereinen. Dann gehört der Abend der Stille und der Weite und den besonderen Gefühlen und Erinnerungen, für die an Land nur selten Platz ist.